Servus und willkommen zu Forts im Ranked. Auf Ledgecrab heißt es heute. Team 1 mit Spion gegen Team 2 mit Geizhals. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und da wären wir in-game. Links sind wir mit dem Spion und rechts unser Gegner mit Geizhals. Und ja, als Spion hatte ich halt den Vorteil, dass ich ganz genau sehe, was der Gute hier baut, wie die Waffenkammer. Ich sehe, welchen Commander er spielt hier unten ungefähr und auch seine Ressourcen und seine Commander-Fähigkeit, wie weit die aufgeladen ist. Und ich habe gesehen, da ist die Waffenkammer. Was kann er damit Schlimmes anrichten? Maximal eine EMP. Und bei uns ist hier die Werkstatt im Aufbau und hier kommen die extra langen, ja, 4 Block langen Streben rein. Die sind sehr stabil und 1, 2, 3, 4 Minen im Aufbau. Und hier kommen die, ja, die extra lange Strebe hier oben rein und hier kommt auch noch eine rein. Und während wir unser Fort aufbauen, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Minen, eine Windturbine, Batterie und Erzlager sehr spät erst geplaced. Und sag mal so, sobald das Erzlager steht, könnt ihr rein theoretisch sein Metall verkaufen für die T2. Geht aber nicht, weil die Lager wurden so spät platziert. Jo, da fehlt einfach die Energie. Das heißt, er ist jetzt ein bisschen hinten dran. Und ich für meinen Teil weiß jetzt, dass hier erst die T2 läuft. Und bei uns kommt hier das Upgrade Center. Ich habe mir keine Sorgen wegen Holz gemacht, weil ich wusste ja, dass bei ihm hier eine Waffenkammer kam, also hat er keine Buzzsaws, also alles entspannt. Und ihr seht, wir haben hier einen ganz typischen Aufbau gewählt. 52 hoch die Boxen und hier die, ja, dieses typische Tiny Door Gebilde, so dass wir anfaken, dass hier in dieser Box eine Kanone oder eine Haubitze gebaut wird. Dabei hocken hier einfach 3 kleine Mörser. Und wir sehen es bei ihm. Hier interessantes kleines Geknubbel. Und noch keine Gunner, weil für was denn Gunner? Da sind keine 3 Mörser, sondern in seiner Welt eine Kanone oder Haubitze. Hier hinten kommen einmal Schaumraketen und jetzt hier straight up alle 3 Upgrades. Und bei ihm noch gar keine Reaktion. Kein Gedanken dran verschwendet, was hier gerade geupgradet wurde. Aber soll mir recht sein. Und ja, bei ihm wird hier nochmal die Energieproduktion ausgeweitet, wobei wir nicht eine Windturbine haben. Und hier fliegt die erste Salve. Und hier sehe ich, dass die Box da hinten leer ist. Also habe ich da unten nichts verpasst. Und nächste Salve fliegt nochmal, kommt gut rein, bin zufrieden. Und hier oben nochmal 3 kleine Mörser. So platziert, dass die frei schießen können. Und die 3 hier oben leicht geschützt sind. Und hier die Schaumraketen immer noch frei schießen können. Ist hier die aktive. Gucken wir seinen Fort mal an. Zieh noch ein paar Energie, also ein bisschen Ressourcen bei ihm raus. Und alles sehr entspannt. Hier mit dem Sniper, ich warte, dass er fertig wird, werden die Schaumraketen eingeaimt hier auf den Spot, damit die hier drüber fliegen und die Gunner ausschalten. Die Feuermörser kommen, die schweren Mörser und die Schaumraketen schalten wie geplant die Gunner aus. Also alles entspannt. Hier nochmal das Upgrade für 3 weitere schwere Mörser. Und die Gunner mit den Türen, ja, die werden niemals auf die Mörser schießen, weil bis die Türen auf sind, ja, sind die Mörser schon so weit weg, also hier auf dieser Seite, damit einfach kein Winkel besteht. Nochmal die aktive gezogen. Hier kommen die Schaumraketen, die sollen mir die Gunner ausschalten. Nicht, dass die doch Probleme machen, aber klappt nicht ganz. Also fliegen hier die nächsten Salven von Mörsern. Und der Gunner hat möglichen Winkel gehabt. Bei uns kommen jetzt auch nochmal 3 Windturbinen, weil, ja, so 6 schwere Mörser plus die Schaumraketen, das frisst schon gut Energie weg. Und wir haben hier wilden Holztumor, der hier oben einfach wächst.
Nochmal Schaumraketen, diesmal Gunner ausgeschaltet. Und die Mörser schlagen ein. Und jetzt sehe ich hier unten, dass ein Howie im Aufbau ist. Mache ich mir wenig Gedanken momentan, weil der ist jetzt erst im Aufbau und ich weiß, dass der so gut 2 Minuten schätzungsweise braucht, bis der durchgelaufen ist. Und ja, die nächsten Mörser fliegen, ihr seht, die werden einzeln abgeschossen. Nicht, weil ich sage, ich bin so ein geiler Lachs und kann das, sondern weil mir einfach die Energie gefehlt hat. Also nochmal hier, wo uns beim Gegner bedient mit der Energie. Und die nächste Salve klatscht da ordentlich rein. Die, ja, eine wird abgefangen, aber die kommen auch gut. Grüßen den Howie ganz kurz und die ein Ticken zu kurz. Ansonsten wäre der Howie vielleicht schon Geschichte. Hier, die Mörser oben, die Buzzer unten und der Kern war plötzlich ein wenig luftig. Die nächsten Mörser kommen einfach ganz unangenehm fies da oben rein. Und hier, weil ich den Howie nicht rauskrieg, kommen einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gunner von unserer Seite. Die Schaumraketen werden eingeaimt. Der Korn nochmal freigesägt. Ein Gunner mit den Schaumraketen weggeholt. Nochmal die aktive gezogen und wieder Ressourcen geklaut. Wir sind jetzt schon bei 600 Metall und 6000 Energie. Ohne dass wir Damage bekommen haben. Einfach nur, weil wir Damage gemacht haben. Und wir halten einfach munter weiter rüber. Der Howie ist gleich fertig, aber bei 6 Gunnern bin ich da sehr entspannt, dass er nicht durchkommt. Und ja, die nächsten Mörser fliegen. Der Holztumor hier hält, aber ja, ist nicht die Welt. Hier unten ist ein Sniper, der soll mir wahrscheinlich die Gunner hier ausschalten. Und wenn die Gunner ausgeschaltet sind, trennt genau eine Holzlatte meinen Core. Ja, davon, dass er explodiert, was nicht viel ist. Hier jetzt die Mörser ein bisschen kürzer eingeaimt. Nochmal die aktive gezogen. Sehe jetzt den Sniper da unten. Aim meinen Sniper darauf ein. Hier hinten ist eine Nuke im Aufbau. Und wir haben uns zum Core durchgefräst. Und ja, das ist für den guten Kollegen Schnürschuh hier drüben nicht gut. Der Howie hat eine Tür, wird bereit gemacht. Mein Sniper hält seinen Sniper weiter in Schach. Und die 6 Gunner schaffen es, den Howie auszuschalten, während die Sniper, die Mörser den Core freilegen. Ich hole seinen Sniper raus und er baut doch nicht mehr nach. Er schreibt GG, well played. Ich habe ihn einfach mit dem Aufbau eiskalt erwischt. Und ich weiß, das Game ging straight up in eine Richtung, nur von unserer Seite mit dem Druck aus. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, ihr könnt auch sowas einfach anfaken und Mörser bauen. Das ist verdammt unangenehm auf der Map hier. Und um euch zu beweisen, dass das wirklich, wirklich unangenehm ist, habe ich hier noch ein zweites Game für euch. So, wir sind in der zweiten Runde. Links ist unser Gegner mit Geizhals und wir sind rechts mit Phantom. Und ihr seht, es ist wieder Ledgecrap geworden. Und wir werden genau dasselbe spielen wie eben auch. Nur mit dem Unterschied, diesmal hört unser Gegner das Upgrade-Geräusch nicht. Natürlich, wenn er jetzt Spion spielt, haben wir die Arschkarte gezogen, weil er genau sieht, was wir hier treiben, wenn er unten aufmerksam ist. Ansonsten kann das einen ziemlich brachial treffen und das ganze Game einem ruinieren. Weil auf der linken Seite hier spielt jemand, der das Spiel verstanden hat. Er weiß, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen darf. Deswegen lasse ich es einfach mal jetzt hier sein. Aber wir sehen es hier auch. 1, 2, 3, 4, 5 Minen. Die Forlongs werden hier ganz easy reingezogen. Die Werkstatt im Aufbau. Bereits beide Lager. Das heißt, wenn das Ding durchgelaufen ist, direkt T2. Und bei uns ebenfalls 1, 2, 3, 4, 5 Minen. Die Werkstatt ist durch, nur eine Batterie. Und hier kommt bereits unser Aufbau. Ich habe hier wieder vergessen, diese Einerstrebe reinzuziehen. Aber was soll's. Und hier läuft bereits die Munitionsfabrik, die T2. Wo wir jetzt erstmal dabei sind, unsere gewohnten Zweierboxen vor die Cannon zu setzen. Und jetzt einfach, weil ich greedy war,
habe ich hier noch das Metall verkauft, in der Hoffnung, dass er nicht Scattershot spielt und mir hier gleich zum 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 den Kern da raussägt. Hier mache ich diesen Aufbau, den ich für die Tiny Doors brauche. Und ja, ich habe den bis nach vorne gezogen, damit diese Strebe, die ja mein Fort und den Aufbau hier hinten zusammenhält, nicht so leicht zu treffen ist. Und jetzt hier mit Hintergrundholz baue ich mein Konstrukt oben auf. Auf der anderen Seite ähnliches Prinzip, anders da gebaut, mit ja, viel, viel kleiner Woodspam und hier schön hochgezogen, sehr elegant. Es ist ein sehr kompakter, sehr kleiner Aufbau, demnach auch sehr kosteneffizient. Und ihr seht, er schützt hier sein Metall, weil das zu reparieren ist teuer. Und bei uns 1, 2, 3 kleine Mörser geplaced. Wieder hier diesen Tiny Door Aufbau gefaked und hier oben groß. Also Kammer vertreten, Kanone und 20. Und ja, stattdessen sind hier einfach 3 kleine Mörser. Und hier oben sind 3 weitere Mörser im Aufbau. Der Gegner hat nichts gemerkt. Hat hier seine Howie geplaced, noch keine Gunner. Und geht fest davon aus, dass hier einfach eine Kanone im Aufbau ist. Und hier oben vielleicht Windturbinen, eine 20mm oder sonst irgendwas. Stattdessen sind hier einfach 6 Mörser im Aufbau. Wobei die hier gerade ihr Upgrade kriegen für schwere Mörser. Jetzt wird hier noch Holz vorgezogen, so dass ich andeute, ich will hier Türen einziehen, das wird ein bisschen länger dauern. Und ich will nicht, dass was kaputt geht, deswegen ein bisschen mehr Holz. Dabei ist es einfach nur Schutz für meine Mörser. Und auf der anderen Seite, nichts ahnend, baut hier der Howie. Und hier oben, ich wollte gerade sagen, ist die Box für die Kanone. Und da ist es schon im Aufbau. Wir haben hier einen sehr kleinen, kompakten, effizienten Aufbau. Und wir spielen einfach Mörser. Und ihr seht, wir haben ihn durch diesen Aufbau so dermaßen verarscht, dass da gar keine Chance mehr ist, irgendwie adäquat zu reagieren. Das sind 6 schwere Mörser, die hier einfach brachial sagen, nö, du nicht. Die aktive gezogen, das heißt, er sieht uns nicht, er hört die Mörser nicht und einfach hier ins Gelenk rein und der ganze Lachs schmiert ab. Das ist einfach maximal fies und ich kann es jeder von euch nur empfehlen, zumal der Aufbau super einfach ist. Jeder kennt diesen Aufbau für Kanonen. Aber baut doch einfach mal Mörser rein. Warum denn nicht? Und hier heißt es GG. 6 schwere Mörser retten mir den Tag und haben hier jemanden ziemlich eiskalt erwischt. Also, ich kann es euch empfehlen. Es macht Spaß. Die Games sind kurz, knackig und ihr lacht euch einen Ast ab, wenn den Gegner so kalt erwischt. Weil das ist das, was ihr haben wollt. Hier so einen Gegner erwischen, der nicht darauf vorbereitet war. Das ist das, wie wir Phantom spielen wollen. Einfach eiskalt und dann präzise und hart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn ja, viel Spaß und Erfolg im Ranked. Ansonsten, wenn ihr rausgeht, packt euch warm ein. Es ist kalt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.